Entschuldigung. Die nächsten zwei Stunden, wir versuchen immer noch diese Tür aufzubekommen. Also ich würde die Tür aufzaubern. Also irgendwas ist... Nein, bitte nicht, wir kommen nie wieder raus. Doch, ich mache den Türöffnungsspruch. Mhm. Kannst du die Tür zuzaubern? Ich würde lieber erstmal Armageddon auf die Tür casten wollen. Nee, oder? Das wäre Weltfrieden, wir hätten doch schon gewonnen. Ja. Also wir kennen dich noch nicht, du bist ein Zauberer, zauber die Tür auf. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht sehr gut im Zaubern, aber ich kann zaubern. Okay, gut. Wir scheitern bei diesem Abenteuer schon, dass ich das Haus nicht verlasse. Das kriegen wir schon hin. Das irgendwann. Meine Idee ist, wie man eine Tür aufbekommt, ich mache das Holz einfach morsch. Mhm. Also ich will... Aber unser neues Gasthaus. Unser neues Gasthaus. Ja, 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 gerade Tür auf ist Tür auf, würde ich sagen. Wir wollen doch mal draußen gucken, was los ist. Tür auf, Tür auf. Kaputt machen. Also du entschließt dich, die Tür morsch zu zaubern. Ja. Okay. Es gibt Funken. Alles glitzert. Ja. Es sieht wunderschön, eindrucksvoll aus. So leichte Rauchschwaden steigen. Darf ich stolz schon darauf sein? Du darfst stolz sein. Leichte Rauchschwaden klettern so die Holzplanken der Tür nach oben. Gott. Es macht einen sehr lauten Knall. Und plötzlich habt ihr eine Tür aus purem Stahl vor euch. Super. Dankeschön. Das ist aber... Dankeschön. Ich musste nicht würfeln, finde ich gut. Es passiert einfach. Um fair zu sein, das Gasthaus muss auch sicher sein. Das muss man auch. Sicher. Hat allen damit einen Gefallen getan. Okay, okay. Ja? Von der Atmosphäre eher schäbig, aber jetzt ist aber die Frage: Hat es ein Schloss? Ja. Okay. Ist die Tür abgeschlossen? Ja. Oh, nein. Schlüssel wurde nicht mitgezaubert. Nein. Ich kann versuchen, das Schloss zu knacken. Mhm. Guter Einwand. Guter Einwand. Hast du einen Dietrich? Ich zauber dir keinen Dietrich. Das ist schlecht. Aber ich bin nein, stark. Olli Dietrich. Tür ist offen. Ich benutze ihn. So, hast du einen? Ich habe keinen Dietrich. Ich brauche irgendwas Spitzes, was kleines Spitzes. Ich habe einen Bleistift. Es ist euer Gasthaus, ihr habt schon Besteck da. Die Frage ist, wollt ihr? Du könntest eine Gabel zerbiegen. Gib mir einfach das. Die Schlösser damals waren nicht so. Ich wollte eine meiner Haarnadeln geben. Mein Zauberschloss ist aber sehr kompliziert. Nein. Okay, mein Zauberschloss ist nicht kompliziert. Nein, wirklich nicht. Das ist wahrscheinlich ein großes Loch in der Tür. Da kannst du durchgucken ins Fenster. Wir können ja vielleicht ein Messer nehmen und das ein bisschen im Kamin bearbeiten, sodass es ein bisschen schmilzt und dann spitzer wird. Nein, gib mir einfach das Messer. Ich probiere einfach mein Glück. Darf ich? Ich gebe dir hier ist das Messer. Danke. Wenn du auf Geschicklichkeit würfelst. Ja. Und du knackst gerne Schlösser. Ich knacke gerne Schlösser. Das heißt, du bekommst eine +2. Was hast du denn bei Geschicklichkeit? 10. Dann musst du eine 12 unterwürfeln. Eine 12, unter 12. Mama hat nicht mal das ausgepackt. Nee. Hat aber auch nicht. Ich habe keinen Platz. Ja, wir haben wirklich keinen Platz. Nehmt euch einfach am besten zwei Würfel raus. Mit welchem Würfel muss ich? Mit dem 20er. Mit der 6 wäre ja ziemlich gemein. Also. Das ist der 20er, ja? Klein und spitz, Funk. Ich muss unter 12 würfeln. Ja. Unter 12, ja. So. Marvin! Ja. Eine 9. Ja, gut. Dann, du gehst ran. Klacke-di-klack. Es macht nicht so klacke-di-klack. Du musst schon ein bisschen probieren. Und dann irgendwann schwingt die Tür aber auf und ihr seht auf dem Platz. Ganz toll, Marv. Snarf. Marv, du bist nützlich. Marv. Marv. Das ist das erste Mal, dass ich sage, dass ich nützlich bin. Danke. So, danke. Okay. Ich habe übrigens auch deinen. Ich weiß. Ist okay. Wenn irgendjemand was vermisst, ich hab's bestimmt. Oh Gott. So. Die Tür geht auf und ihr seht eine Menschenansammlung davor und die Tür geht auf und ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen wie im Wilden Westen. Nicht, dass ihr den Wilden Westen kennt, aber wenn ihr ihn kennen würdet. Es geht auf, alle sind still, schauen euch an und sagen: Unangenehm. Ihr seid die Neuen. Wegen euch können wir das Dorf nicht mehr verlassen. Aber ich hab noch nichts gemacht. Ich kenne die nicht. Ich wollte einfach... Nein, ja, die. Wir wohnen schon länger hier. Wir haben das Gasthaus geerbt. Um Folgendes sagen zu wollen, er wollte die Tür aufzaubern. Was danach noch passiert ist, ist nicht... Das haben wir nicht zu verantworten. Stimmt's? Genau, ja. Ein etwas größerer Kerl kommt auf euch zugestapft und sagt... Tobi. Meinetwegen heißt er Tobi. Tobus, sagt er. Kommt auf euch zugestapft. Er packt Marv am Schlawittchen und sagt: Du bist hier neu. Ihr geht jetzt zur Hexe und ihr regelt das.
sofort und lässt ihn wieder los. Oh. Können wir Tobos eine Geldbörse? Ja. Oh nein, was kommt? Plus 15 Gold. Wir sind alle neu in dem Dorf, ne? Ja, haben wir mitgekriegt. Entschuldigung, war meine Frage. Ja. Ja, und ihr seid hier und wir kommen hier nicht mehr raus. Es gibt kein Wasser mehr. Okay, ganz kurz. Warum kommen die Leute nicht mehr aus dem Dorf? Man kann da nicht durchgehen. Wodurch? Da hinten halt. Was ist denn da hinten? Mann, da sind doch Berge. Ja, da hier. Ja. Aber ist das Dorf, wenn du da läufst. Ist das Dorf eingezäunt? Wenn du da läufst und dann ist da die Wiese. Und dann kommt man da einfach nicht durch. Alphawand. Ja. Alphawand. Okay. Schlechtes Level-Design. Ja, schon. Wie, die kommen nicht raus, wenn der Fluss stillsteht? Die kommen einfach nicht raus. Und der Fluss fließt nicht mehr, weil wahrscheinlich diese Wand wahrscheinlich auch den Fluss abtrennt. Wie intelligent ist Bronco der Brachiane nochmal? 5. Fluss kommt nicht raus. Fluss fließt nicht, weil da Wand. Fluss fließt nicht, keiner gefangen. Alle gefangen. Bronco? Hingefallen. Bronco, hat Bronco eine Axt dabei? Ich weiß es gar nicht. Nee, gerade hast du keine Axt mit. Kann Bronco vielleicht versuchen, auf diese Wand einzutrommeln? Einfach nur mal so? Kannst du gerne. Das ist mein erster Instinkt, so einfach losrennen, mit Gewalt alles lösen. Okay, du rennst also quasi dahin, wo er dir, hat dir auch so eine Stelle gezeigt, so kurz vorm Waldrand. Du rennst dahin. Bronco rennt. Und du rennst volle Kanne gegen irgendetwas, was du nicht siehst, was sich aber anfühlt wie eine massive Steinwand. Also du kommst nicht einmal durch den Wald. Okay, na gut, wir kommen also auch nicht mit Gewalt durch. Aber netter Versuch. Wer ist denn die Hexe? Ja. Das ist ja die Frage. Vielleicht so, kennst du irgendwelche Hexen? Ich meine, Zauberer, Hexen, ist das so weit entfernt? Ich frage einfach. Die reden eigentlich nicht viel mit mir. Nee. Die haben so ihren eigenen Zirkel und ich bin da so... Ja, ich darf da nicht hin, haben sie gesagt. Ist das mehr so in Gruppen unterteilt? Zauberer hier, Hexen da? So? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Sind das denn gute oder böse Hexen? Wen fragst du? Also, ja. Tobos. Ich glaube, Tobos ist noch da, ne? Ich würde die... Ja, da stehen ein paar... Leute, ihr erkennt so zwei Frauen, die sehr aufgeregt miteinander tuscheln. Ihr erkennt den sehr... Sehen die Frauen gut aus? Klein, haarig? Nein. Oh, sind normale, durchschnittliche Menschenfrauen. ihr seht den kräftigen Mann, der dich am Schlawittchen gepackt hat. Und dann seht ihr noch einen kleinen Jungen rumrennen, der das Ganze sehr lustig findet. Hau den. Wie? Können wir Pfanne Eistee? Entschuldigung. Bitte was? Ich dachte vielleicht... Du bist ja überzeugend. Ach so, ja. Schlag doch mal den Jungen, mal gucken, was passiert. Oder bedrohe ihn erstmal. Er wehrt sich nicht. Da ich ja auch neu in diesem Dorf bin, denke ich mir, es wäre eine gute Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, was für ein guter Zauberer ich auch bin. Oh nein. Ja, beeindrucke ihn. Ich würde den Jungen erst einmal einschüchtern wollen, indem ich meinen rechten Arm verwandle in... Oh Gott. Ich überlege gerade, was man da für Tiere eventuell... Ein Murmeltier. Ein Hermelinmantel. Okay. Nein. In so einen großen Armadillo. Elefantenrüssel. Okay. Das ist eine gute Idee. Du siehst doch nicht aus wie diese Männchen, die mal. Ich mache Autowerbung. Dann würfle doch mal auf Geschicklichkeit. Auf Geschicklichkeit? Ja, aber du bekommst leider -2, weil du sehr schlecht zauberst. Ja, woher weißt du das? Was hast du denn bei Geschicklichkeit? 12. Ich habe eine 4 gewürfelt. Oh, dann. Ist das ein schöner Rüssel? Es ist ein gigantischer Rüssel. Das hört man oft. Den du jetzt an deinem linken Arm hast. Also linken, ja, ich zauber, ja. Ja? Ja. Er ist rosa und vorne ist ein bisschen Flausch. Oh. Oh. Du bist es. Ja, Bronco, das ist, glaube ich, der schönste Rüssel, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Selber erst einmal sehr beeindruckt, ob dieser Schönheit meines eigenen rosa Plüschrüssels, wickel ich den Jungen damit nun wie eine Schlange ein? Ich wickel ihn ein. Er lacht, er findet das lustig. Das ist schön. Ja. Und der Puschel, seine Mutter eher nicht. Und der Puschel vorne ist dann so anstatt wie der Kopf der Schlange, der ist ihm dann gegenüber.
ja, er lacht, er findet das sehr, sehr lustig. Du bist ja kriegen die anderen Menschen das aber mit? Ja, ja, die kriegen das mit. Und, die zwei Frauen reden ein bisschen aufgeregter miteinander. Über den Rüssel natürlich. Über den Rüssel, aber Magie ist jetzt nichts, was Fremdes. Der Junge findet es sehr lustig, der große Typ ist ein bisschen irritiert, traut sich nicht mehr irgendwas zu sagen. Und der Junge schaut dich an und sagt, nochmal. Ich würde probieren, den... Meinen Rechtnamen. Nein. Den... Zauber dem Jungen einen Rüssel. Nee, ich wollte jetzt den Jungen zu der Wand, wo du bist, und mit dem Rüssel probieren, den Jungen da durch. Das ist gute Idee. Das machst du? Zauber, ja. Gute Idee. Okay, okay, ja. Du gehst zu der gleichen Stelle, der Brongo, der Brachiale, sein Glück versucht hat. Den lustig lachenden, noch lachenden, noch lachenden Jungen. Du knallst ihn mit sehr starker Wucht gegen... Wollen wir doch mal sehen, ob diese Wand wirklich da ist. Gegen die unsichtbare Wand. Ja, die Vorstellung einfach so. Er freut sich so. Ja! Der Junge beginnt sehr, sehr heftig zu weinen und jetzt sind die anderen Dorfbewohner so gar nicht mehr erfreut. Der große Typ kommt ein bisschen breitbeinig auf dich zugestapft und sagt, Hexe, regeln sofort. Das hat nicht geklappt. Also ich würde jetzt hingehen zu Tobus. Und würde ihn ganz schöne Augen machen und würde sagen, können Sie uns vielleicht bitte sagen, wo die Hexe ist? Ich entschuldige mich wirklich für meine Freunde, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Würfel mal auf mal Charisma. Ja, wir haben doch alles probiert, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Gewalt hat nicht funktioniert, das geht gar nicht. Ja, komisch. Ich würde gerne jemanden über die Hexe machen. Eine 8, ja, ich habe 12. Perfekt. Ja, dann schaut er dich an, richtet so ein bisschen seine Hemse rum. Der Tobus. Schöne Dame, also sie sind ja wirklich neu hier. Hätte ich ja direkt selbst drauf kommen können. Also die Hexe, die wohnt in diesem moosbewachsenen Haus da vorne. Müssen sie ein bisschen vorsichtig sein, die mag Fremde nicht so gerne, aber die wird ihnen sagen, was sie machen müssen, damit... Sind hier gerade die Würfel runtergefallen? Nein! Ja, ja. Damit das alles gelöst wird. Ich sage Ihnen, wenn das nicht gelöst wird und wenn der Junge Verletzungen hat, dann zünden wir das Gasthaus an. Gut, das war ein Geschenk. Dürfen wir nicht verlieren. Zulassen, ne? Ich hab gleich gesagt, dass die Rüsselaktion echt scheiße war. Nee, hast du nicht. Aber hat bloß keiner zugehört. Fangs Rüssel schlappert so ein bisschen. Der Rüssel so. Hast du dem Jungen irgendwas geklaut? Ja, ich gebe ihm seinen... Die Würde. Ich geb ihm seinen Bonbon wieder zurück. Auch wenn der lecker aussieht. Bitte. So. War das alles? Okay. Gut. Hier, so ein Tick-Tack, die Mutter. Eine Butter. Nein, die Mutter. Die Mutter. Die Butter. Die Butter. Weil der Junge ist mit Butter dabei. Der knabbert gerne an Butter. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Junge ist. Aber der freut sich eh die ganze Zeit über alles. Ja, also alles gut. Gerade weint er sehr, sehr heftig. Aber hält die Butter wieder weg. Okay, dann hol ich deine Butter. Es tut mir wirklich leid. Also dann. Ja, wir sollten ans Hexe gehen. Wissen wir irgendwas über Hexen? Nein, ihr wisst nichts. Wir sind ja komplett neu im Dorf. Ihr seid komplett neu im Dorf. Ihr wisst, dass es Hexen gibt. Magie ist für euch kein unbekanntes Konzept, aber es gibt sämtliche Arten von Hexen. Und ihr wisst jetzt nicht, was diese Hexe so... Ist die Hexe mit unter der Kuppel? Unter der Donnerkuppel? Sonst könnten wir also, dahin. Ja, das ganze Dorf ist eingeschlossen. Aber deine Intelligenz ist richtig gewählt. Ihr seht auch dieses moosbewachsene Haus am Ende der Straße. Okay. Seht ihr da so stehen. Okay. Oh. Ja, okay. Habt ihr die auch eingeladen? Die Hexe? Ja. Nö, die kennen wir nicht. Die haben wir gar nicht eingeladen. Die kennen wir ja auch gar nicht. Habt ihr daran gedacht? Also vielleicht ist sie ja... Ich glaube, die Einzigen, an die wir nicht gedacht haben. Wir wollten Einladung schreiben. Aber ich kann nicht schreiben. Wir wollten Einladung schreiben, aber wir wissen nicht, wo hier die Hexe ist. Wir wissen auch nicht, wie die Arbeit. Macht keinen Sinn, Bronco. Ja, meine Info war, wir sind neu im Dorf. Mehr weiß ich ja nicht. Yeah. Ja. Da kenne ich auch nicht alle. Ich kenne ihn immer. Ich habe mich doch nicht überall vorgestellt. Wir haben Gasthaus vielleicht geerbt, dann bin ich einfach rein und dann sitzt ja und trinkt meine Milch. Vielleicht entscheiden wir einfach, dass irgendjemand da ganz höflich anklopft und einfach Hallo sagt. Nicht der. Wer hier der Charismatischste ist. Oh. Ist klar. Ich habe 8. 9. 14. 14? 12. Oh. Okay. Verdammte Axt. Scheiße. Verzauber sie. Nein, besser nicht. Wir sind am Arsch. Bei Frauen brauche ich gar keine Magie anwenden.
Gott. Hauptsache, du zauberst nicht, dass du anklopfst. Oh. 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 Hast du deinen Rüsselarm noch? Guck mal. Oh. 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 Komm rein. Komm her, junger Mann. Okay. Dann. Ich bleib hier hinten stehen. Das ist schön hier. Das ist sehr, sehr schön hier. Okay, also. Okay. Also, wir gehen zu. Ihr geht alle zur Hexenhütte? Wir gehen alle hin, ja. Ihr dürft alle stolpern. Ach, das ist die Hexenhütte? Ja, das ist die Hexenhütte. Danke. Aber auf die Füße. Ja, auf Füße, ja. Füße gefallen. So. Hallo. Okay, ich bleib hier. Ja, ja. Okay, also stellt euch mal so auf, wie ihr euch quasi so vor die Tür stellen würdet. So. Ja, der Zauberer. Der steht vorne. Also, ich würde auf jeden Fall hinten stehen. Du würdest hinten stehen? Du bist da hinten, genau. Du bist mega hier vorsichtig, so? Ja. Okay, ich, na gut, dann stelle ich mich hin. So. Der Frank müsste neben das Haus, der klaut schon. Der Frank, der. Der Frank, der Marv schon. Mann, ich habe einen guten Orientierungssinn. Ich möchte alles im Auge haben. Ich bin sehr aufmerksam. Ja, ja, ja. 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 Ich gebe Rückendeckung. Würfel mal auf Intelligenz. Oh. Oh. 6. Ja, dann viel Erfolg. Ja, danke. 11. Okay, dann fällt dir nichts auf. Oh, das ist aber gut. Mir fällt irgendwas auf. Nein. Dir fällt nichts auf, du gehst hin und klopfst. Aber der Snarf hat ja das Haus im Auge, der checkt schon mal alles. Guck mal, der muss doch jetzt, ja, auf, oder? Kann, muss er nicht aufwürfeln und dann... Snarf, fällt dir irgendwas auf? Nee, kann mir irgendwas auffallen? Dir kann nichts auffallen. Fällt dir kann nichts auffallen? Dir kann nichts auffallen. Ah, das hat bestimmt irgendwas mit dir zu tun. Ja. 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 Ja, ganz klar, mir fällt nichts auf. Schade. Okay. Also ja, ich gebe dann das geheime Klopfzeichen, was man unter Zauberern... halt mit dem Rüssel oder der Hand? Mit, ich will es erst mit dem Rüssel machen, merke aber, dass der Flausch jetzt sich sehr schlecht eignet zum Anklopfen. Und klopfe dann... Sie hat nichts gehört. Flausch, schlau. Das ist mir aufgefallen, weil ich sehr aufmerksam bin. Denn bei Zauberern klopft man an den Türbalken und nicht an die Tür selber. Ah. Ja, ja, das, wow. Ja, ja. Das ist bekannt. Das weiß jeder. Okay. 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 Also ihr hört ein leichtes Ja, hallo, herein. Und die Tür öffnet sich. Das klingt höflich. Das Ariane? Gut. Die Tür. Entschuldigung. Die Tür öffnet sich. Ihr dürft das Hexenhausdach abnehmen. Und ich wäre sehr glücklich, wenn ihr mich platzieren würdet. Oh. 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 Oh, das erklärt den Hut. Wir sind ich alle bin tot. Wir sterben alle. So. Wow. Aber hast du nicht gesagt, die Hexe ist unhöflich? Nein. Nee, ich habe gar nichts gesagt. Okay. Herein, Kinder. Das sollen jetzt alle rein. Sie sagt herein. Wow, aber wir passen gar nicht. Ja, gut. Oh, komm her. Was passiert hier? Was passiert hier? Erik ist hingefallen. Ich bin sehr aufmerksam. Ich habe das natürlich geahnt, das ist alles klar. So, man hat mich die ganze Zeit über nicht gehört. Ihr betretet die Hexenhütte. Es riecht überall nach Kräutern. Und die Keks. Möbel sind stark. Und Keks. Nach Kräutern und das gefällt mir. Danke. Ja, sehr gerne. Diese Art von Kraut kenne ich. Die Möbel sind sehr zusammengewürfelt. Seht ihr, also es ist keine liebevolle Einrichtung, aber es ist sehr gemütlich. Und über dem Kamintopf, Feuer hängt ein Topf, aus dem warmer Dampf emporsteigt. Wollt ihr was essen? Hab schon, danke. Was kocht denn da so köstlich? Naja, ich sag mal so, es riecht nicht so gut. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wie eine Mischung aus Pferdedung und Smarfs Fürzen, aber ein bisschen riecht das so. Und es ist so eine braune Suppe mit Bröckchen drin. Sie bietet euch das an. So, wollt ihr was essen? Also, du kannst ja alles. Okay. Also ich würde höflich ablehnen, weil ich ja Fremden nicht traue. Liebe Freunde, ich würde auch lieber draußen warten, weil ich bin sehr abergläubisch. Diese Hexe, die wird uns alle verfluchen. Und ich weiß noch nicht, wieso. Mhm. Aber ich glaube, sie wird uns alle verfluchen. Also würde ich gerne vor der Tür warten, wenn das okay ist. Klar. Und ich halte einfach die Augen auf. Wer weiß. Ja, vielleicht. Hast du was geklaut da drin? Jetzt unter uns, die weiß es ja nicht. Die Hexe ist weg. Ein bisschen was vom Eintopf. Ich weiß noch nicht, ob ich das esse. Oh. Ich dachte mir vielleicht für zu Hause. Wie Einweihungsparty. Hast du das geklaut? Ja, für die Einweihungsparty. Mit was hast du das geklaut? Mit Händen. Ja, ich hab mich verbrannt. Ich hab ein bisschen was in meiner Tasche. Einfach so ein Klumpen. So ein Klumpen irgendwas. Okay. Ich kann es noch nicht so ganz deuten, was da ist. So es sifft deine Hose durch, aber nimm, was du möchtest. Ja, okay. Ich flatsch so nach draußen. So. Ich sag, da ich nicht lügen kann, ja, nee, das riecht komplett nach Scheiße. Will ich nicht essen, den Rotz. Okay. Das ist die beste Heldengruppe gerade, weißt du so. Das Spiel hat gerade angefangen. Das Kind gegen die Wand, jetzt von der Hexe. Die Hexe sagt einfach nur, ja, okay.
Okay, wenn das deine Meinung ist. Dann ich esse das. Ich hatte kein Frühstück, die Einwohner gingen mir auf den Piss. Ich habe nur ein Glas Milch gehabt, ganzen Tag nichts gehabt. Da, ich weiß sowas, ganz ehrlich. Mhm. Ich habe schon Schlimmeres gegessen. Okay. Sie macht eine kleine Schüssel fertig, gibt dir das und sagt, bitte sehr. Ist ja höflich. Du isst aber das, aber es schmeckt auch gut. Also es schmeckt sehr süß, es schmeckt lecker. Du kannst... Erstaunlich gut. Ich kann alles essen. Ich kann schon alles essen. Gerne. Was kann ich denn für euch tun? Ich habe Angst, dass es Nachwirkungen hat. Ach, sicher. Wird es haben. Hab ich mir gedacht. Du hast Charisma. Ach so, ja. Nun, verehrte Runzelrübenfrau mit dem Buckel. Okay, das mit dem Charisma ist aber schwierig. Es ist aber sehr ehrlich und das kommt manchmal echt gut an. Sie sieht eigentlich, ja, okay. Okay. Die sieht echt scharf aus. Du siehst sie doch. Na, du. Oh Gott. Ich gehe noch ein bisschen weiter zurück. Wirklich, also, nichts für ungut. Bist ein super Zauberer. Hi. Willst du sie verzaubern? Schön, jemanden wie dich hier zu sehen. Das habe ich bis hierhin gehört. Leute aus unserer Zunft sind ja nun nicht so häufig, deswegen ist es umso schöner, jemanden wie dich hier zu haben. Mhm. Du hör mal die Leute im Dorf, ne? Mhm. Die reden ganz merkwürdiges Zeug. Mhm. Unter anderem auch, dass sie jetzt gerade, dass da eine Wand wäre. Eine irgendwie unerklärbare, das Wasser steht still. Sagt dir das irgendwas? Und wenn nicht, ist gar kein Problem. Dann auch gern wieder. Du hast es so gut gemacht, ich kann dich nicht mal auf Charisma würfeln lassen. Kein Problem. Du sagst sehr überzeugend. Ja. Ja, sie sagt, ja, also, ja. Nimm den Finger von ihren Lippen. Den Rüssel. So. Sie verstummt. Sag nichts. Sie verstummt und sagt, okay. Danke. Ich weiß schon, was du sagen willst. Und mir geht's auch so. Aber lass uns jetzt lieber kurz auf die Aufgabe besinnen. Mhm. Und danach können wir uns beide besser kennenlernen. Oh Gott, das ist sehr klar. Du siehst, dass es ihr ein bisschen unangenehm ist, aber im Anbetracht der Tatsache, dass sie keine andere Wahl hat, sagt sie, ja, okay. Ich gehe so einen Schritt von dir weg. Geht gar nicht. Und drück deinen Rüssel so nach unten. Ich sehe schon die Fähne. Aber Smarf entgeht nicht dem klugen Dieb, dass die erste Berührung etwas zärtlicher ist, als sie sein sollte. Und die nächste. Mein rotes Büchlein wird ergänzt durch einen weiteren Namen. Ja, ich erkenne die Magie, die hier diesen Ort umschließt. Es handelt sich hierbei um die Magiesignatur des Zauberer Hukus. Du kennst doch sicher Hukus, den Zauberer des Landvogt Siegricht. Siegricht ist der Landvogt nebenan. Sag ja. Ja. Nein. Ja. Achso, du kannst nicht lügen. Nein. Deswegen kenne ich. Ja, Hukus ist der Zauberer des benachbarten Landvogts und ich spüre seine sehr starke Magiesignatur, die uns alle hier unter einen Bann gestellt hat. Die gute Nachricht ist, ich kann diesen Bann lösen. Ja, super. Schlechte Nachricht ist, wir leben seit 100 Jahren im Frieden. Ich habe meine mächtigen Artefakte alle in einer Ruine gelagert, wenn man das so sagen möchte, um uns vor seiner Magie zu schützen. Und um diese Abriegelung zu lösen, die hier uns hier alle umschließt, brauche ich ein Artefakt zurück, das in einem der Gräber liegt. Es ist ein altes Kryptex, darin habe ich sehr viel Magie gespeichert und nur mit dieser gespeicherten Magie ist es mir möglich, den Zauber zu lösen. Und fragt, bitte fragt nicht, wessen Magie das ist und wo die herkommt und wie ich sie ins Kryptex bekommen habe. Ihr wollt es nicht hören. Ein Kryptex ist ein magisches Artefakt, in das ich die Magie... Nichts verstanden. Ja. Also, ihr wollt nicht wissen, wie ich die Magie da reingekriegt habe, aber Fakt ist, wenn ihr mir das besorgt, kann ich uns alle retten. Problem ist, ich bin ein bisschen vergesslich. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles vergesse, aber ich bin sehr, sehr vergesslich. Und um die Barriere zur Ruine zu übertreten,
Braucht ihr meinen Merkzettel? Sven, würdest du mir die Merkzettel reichen? Ja, die Merkzettel. Ich hab die doch irgendwo. Was sind denn die Merkzettel? Hat sie uns schon verflucht? Nein, alles gut. Okay. Ihr müsst wirklich eine sehr mächtige Zauberin sein, denn auch ich bin schon ganz verzaubert. Selbst das konnte ich von hier draußen hören. Kannst du mich bitte rausnehmen? Ja. Sie geht noch einen Schritt weiter zurück. In die Wand. Ich weiß nicht, so. Sie verschmilzt mit den Holzbalken. Ist das eine Cyberpunk-Wand? Ja. So, du bist hier draußen und machst so. Luft, die das ist falsch. Die war so fettig da drin. So ölig. Das ist das Falsche. Soll ich den Moment noch falscher Merkzettel. Nein, den brauchen wir später. Das mit den Buchstaben. Du weißt schon, dieser Code. Den, ja. Aber wie? Ist es das? Was? So viele Zettel. Meisterin. Ein Löwen für meine Meisterin. Ja. Oh, ja. Sie gibt dir eins. Kann ich so ihre Hand dabei? Sie. Ich muss die ganze Zeit mir vorstellen, wie er mit dem Rüssel jetzt so. Ja, für dich. Sie ist sehr verunsichert, als sie dir das gibt, aber sie gibt es dir. Und also das Problem ist nur, ich habe mir diese Notiz gemacht und ich habe sie verschlüsselt. Ich weiß leider nicht mehr wie. Aber wenn ihr die das löst, dann findet ihr. Hey. Findet ihr. Dafür sowas. Intelligenz. Findet ja. ihr die. Ach so. Sind das zwei verschiedene? Das sind zwei verschiedene. Zwei verschiedene, ja, zwei verschiedene. KDI. Kein Ding, Ingo? Ja. Kein Ding, Ingo. Wir haben. Das ist ein D, nicht wahr? VDMR. Es ist ein bisschen fies, dass alles in den Buchstaben mitkommt. Ja. Ihr dürft auch gerne mit den Bleistiften drauf rumschreiben, wenn euch das hilft. Und wir haben vier Buchstaben. Wie viele Striche habt ihr denn oben? J, glaube ich. Nicht. Ich glaube, die haben drei. Lass mich ihr habt drei Striche oben? Oh, Entschuldigung. Ja. Habt ihr drei? Okay, wir haben vier Striche. KDI, ja. Kannst du dir nicht ausdenken, ja. Also ich habe eine Intelligenz von 6. Was denkst du, was ist das? Das ist ein V, denke ich mir. V-D. Marvin. Ja. Also, aktuelle Berechnungen zufolge. Gib her. Gib mal her. Hast du das Haus betreten? Zettel ist weg. Was? Hast du das Haus mittlerweile betreten? Nein, aber er steht draußen. Okay, also du reichst es raus. Ja. Genau. Okay, ja. Also, ja, nur für. Ja, kannst du. Draußen. Ja, genau. Ja. Das zeige ich mir aus der Ferne. So. Und wir müssen die drei Buchstaben, die richtigen rausfinden? Ich weiß es nicht mehr. Blanke. Ach so, weißt du aber nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ich hab das vor Jahren gemacht, war halt eine Merkhilfe. Ja. Hab vergessen, was draufsteht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder die Artefakte da rausholen muss. Wir leben seit 100 Jahren im Frieden. Wer bist du? Entschuldigung? Siehst du jung aus? So was fragt man eine Dame nicht. Viel jünger aus. Also so, ich zeig dir, wie ich zaubern kann. Ja. Also Respekt. Danke. Ich hoffe, da komme ich auch mal hin. Hat sie uns schon verflucht? Vier Buchstaben. Gut. Wir haben ja auch Doppelte, aber ich glaube. Holy fuck, ja. Komm, wir tun auch mal so, als würden wir jetzt überlegen. Gut. Zettel. Also, wenn wir jetzt da nämlich diese Sache. Ja, nur zusammen tun sollen. Guck mal, dann können wir nämlich hier und dann. Plötzlich an zu schwitzen. Ganz schlimm zu schwitzen gerade. Wir bräuchten jetzt diesen Sound von Criminal Investigation. Dünn, dünn. Eher so ein A-Team, weißt du? Okay. Sehr medieval. Naja, so mit so einer Laute gespielt. Ja, das hatte ich auch schon. Also. Aber nee, vielleicht bringt es ja was, wenn jemand anderes das so sich anguckt. Nein. Nee, das macht keinen Sinn. Wenn wir das ich weiß gar nicht, was man da jetzt im Wort rausfinden oder was? Ihr könnt die Hexe jederzeit fragen. Vielleicht sagt sie. Ein Wort das muss jemand anders machen. Ich bin abergläubisch. Die Hexe, die. Fragt Prof. oder Trachiale das? Ist das Wort? Ja. Ich habe mir die Orte notiert, wo ihr hin müsst dann. Orte, wo wir hin müssen. Was steht da? Gehören die Zettel zusammen oder sind das zwei separate? Nein, es sind zwei Orte, da müsst ihr dann hin und da bekommt ihr dann die Gegenstände um. Ja. Aber das hier oben ist dann der Ort, wo wir hin müssen.
Und es sind zwei verschiedene Orte. Ja, ja, ja. Ja, ja, das Ding ist, ich habe die Ruine ja mit dieser Barriere geschützt. Natürlich, natürlich, weil sonst kann ja jeder dort hineingehen und ich habe den Schlüssel in zwei Teile aufgeteilt und habe die an zwei Orten versteckt, weil es ist ja sicher. So. Zwei Orte. Zwei Orte. Das sind so viele. Zwei. Ja. Boah, ich habe gar keine Idee. Wert, werf. Wenn das ein Ort ist. Werf. Wir haben hier drei Buchstaben. Ja. Ist das nicht kein F. Nein, ihr braucht alle Buchstaben. Mittig sein muss für... Ich schmeiße keine Buchstaben weg. Keine Buchstaben weg, okay. Keine Buchstaben weg. Was für Buchstaben? Hätte Buchstaben weg? Nein, ihr braucht alle Buchstaben. Ja, und alle. Aber drei. Nein. Und drei.